Er hat mir gesehen, ein deutscher Stoff mit Mittau. Oder mir gesehen, ein russischer Stoff mit Tava. Und oder mit 1918 ist sie geworden, ein selbstständiges lettisches Land, welches geheißen Latvia. Und die Stadt, wo ich habe gelebt, hat geheißen Jelgava. Ich bin geboren geworden in 1926. Die Stadt ist nur eine alte Stadt, wo es haben gelebt 35.000 Menschen vor dem Krieg, wenn ich bin schon gewachsen. Von Seiden sind gewesen 2.000, 7% gewesen Iden. Die in die Stadt sind gewesen, nun nicht als Wiener reden. Alle Iden haben geredet, Deutsch haben gekannt. Nur Lettisch, die Eltern haben es weniger gekannt als ich. Ich habe gekannt gut Lettisch. Und Jiddisch. Ein Teil von unseren Einwohnern haben geredet in der Heim, jiddische Einwohner, wie wir haben geredet in der Heim Jiddisch. Mit den Nianen haben wir geredet Lettisch. Aber es ist eine Hälfte von den Einwohnern haben geredet in der Heim Deutsch. Und zwischen sich, ich habe gerade Freundinnen, haben wir geredet zwischen sich Deutsch. Also wir haben gelernt Lettisch, Jiddisch mit den Eltern und Deutsch mit meinen Chavardes. Und in der Schule habe ich gelernt Hebräisch, nicht Jiddisch. Hebräisch, aber also wie die Äußer sind dieselbe, Hebräisch und Jiddisch. Ich bin gekommen in Amerika. Und wir haben da gehabt einen jiddischen Lesenkreis und Amerikaner haben in Jiddisch, was wir haben so getroffen und geredet auf Jiddisch und gelesen Bücher auf Jiddisch. Nur haben sie haben sich angeheim zu lesen jiddische Bücher, jiddische Zeitung. Jetzt lese ich jiddische.